Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren User-Analyse. Heute analysiere ich hier die Partie vom Kirk und hier gibt es wirklich viele lehrreiche Dinge. Deswegen lasst uns sie gemeinsam anschauen und Tipps und Tricks mitnehmen, um besseres Schach zu spielen. Viel Spaß damit! Das war hier eine 10-Minuten-Partie, der Kirk hatte Weiß, hat etwa um die 1500 auf Lead Chess und hat gegen den Benny gespielt, der auch etwa 1500 hat. Los geht's. D4, Springer F6, C4, G6. Wir erreichen hier eine königsindische Position. Soweit normal. E6 ist jetzt sehr ungewöhnlich und nicht gut. Der Hauptzug ist hier D6 als Schwarzer, um dann hier mit E5 gegenzuschlagen gegen das Zentrum. Das ist so eine relativ moderne Eröffnung. Man lässt Weiß das Zentrum aufbauen und entwickelt sich dafür schnell und versucht dann eben schnell gegenzuschlagen. E6 ist nicht so gut, weil es zum einen nicht E5 unterstützt und der andere Vorteil von D6 ist, dass er das weiße E5 verhindert. Und deswegen wäre jetzt hier sicherlich E5 schon ziemlich gut. Dann muss schon sowas wie Springer E8 folgen und jetzt kann man zum Beispiel schon Läufer G5 spielen. Das wird schon unangenehm. Wenn Schwarz jetzt hier F6 spielen muss, tauscht man den raus und jetzt kann man dann einfach weiter seine Figuren hinstellen und Schwarz hat hier schon eine gelockerte Königsstellung. Das hätte man jetzt machen können. Das ist jetzt kein großer Fehler, hier nicht E5 zu spielen. Läufer E2 ist sicherlich auch vernünftig. D5, bisschen merkwürdig dieser schwarze Aufbau, Weiß tauscht hier raus und spielt E5. Es folgt Springer E4. Und jetzt rochiert Kirk einfach, das ist gut. Denn jetzt nimmt Schwarz hier und das ist jetzt nicht so hilfreich. Schwarz muss immer noch gegen das Zentrum spielen. Denn das ist einfach besser von Weiß und das muss man auf Dauer hier loswerden. Die Frage ist, wie macht man das? Und das geht eigentlich immer mit Bauernhebeln. Schwarz hat hier zwei. F6 und C5. Insbesondere C5 kommt hier in Frage, um eben mal gegen diesen D4, der hier doch etwas schwächer ist, weil er nicht mehr gedeckt werden kann, zu spielen. F6 macht hier auch diese Diagonale ein bisschen schwach, das ist immer fraglich, ob das gut ist oder nicht. Und der Nachteil von Springer C3 ist, er tauscht jetzt so, dass die weißen Bauern hier ins Zentrum geschlagen werden und die Bauernkette gestärkt wird. Jetzt wird dieser D4 hier gestärkt und C5 macht jetzt nicht mehr, also es ist immer noch ein guter Zug, aber es macht nicht mehr so viel Sinn, weil jetzt dieser D4 so gestützt ist. Also dieser Tausch auf C3 hat hier keinen großen Sinn gemacht für Schwarz. Er würde lieber hoffen, dass Weiß hier mal tauscht, damit er dann hier ein bisschen Druck gegen den D4 bekommt. Und ein Bauern E4, der da vielleicht auch mal stark werden könnte. Springer C6 ist jetzt auch sehr ungewöhnlich von Schwarz. Wie gesagt, eigentlich muss der Hauptplan darin bestehen, hier irgendwann die Bauernhebel zu spielen. Springer C6 verstellt ihm die Möglichkeit und danach muss Schwarz schon sehen, was er macht. Läufer A3 kann man auf jeden Fall machen, greift den Turm an, Turm E8. Läufer B5. Ja, Läufer B5, es ist jetzt die Frage, was dieser Läufer da auf B5 macht, ob er sich da mal raustauschen soll gegen den Springer oder nicht. Vielleicht steht er hier besser auf D3. Ist jetzt aber auch kein Riesenfehler, den da hinzustellen. Läufer F8. Tauscht diese Läufer raus. Und das macht Kirk jetzt auch. Und tendenziell hat Schwarz jetzt hier schwarzfeldrige Löcher. Und das ist hier eigentlich, der hat nicht nur einen Angriffsläufer möglicherweise mal, sondern vor allem auch einen Verteidigungsläufer, der eben diese ganzen schwachen schwarzen Felder deckt. Und deswegen kommt es hier Weiß durchaus gelegen, die zu tauschen. Wenn hier mal ein Springer und hier die Dame auftaucht, sehen wir da schon Mattideen. Wie geht's weiter? Turm E1. Turm auf die halboffene Linie. Auf jeden Fall ein guter Zug. A6. Wenn man schon Läufer B5 gezogen hat, wäre es jetzt irgendwie konsequent, den hier rauszunehmen. Das stört die schwarze Bauernstellung und wenn Schwarz es jetzt nicht schafft, hier C5 zu spielen irgendwann, dann ist diese Bauernstellung schon sehr schlecht und das kann man sicherlich mal ausnutzen. Und der Läufer ist auch die Frage, ob der gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich ist er eher nicht so gut, weil er hier gar keine richtigen Ziele hat im weißen Lager.
Kirk spielt jetzt Läufer A4, das ist eben dann, wenn ich Läufer B5 spiele, ein bisschen inkonsequent. Läufer D7 verhindert jetzt dieses Nehmen, beziehungsweise ermöglicht, dass der Läufer da wieder nimmt. Turm B1 geht auf den Bauern, es folgt B5, Läufer B3. Ja, hier steht der Läufer jetzt, macht Druck auf den D5, aber er hat schon eine ganze schön weite Reise hinter sich. Das wirkt mir hier ein bisschen inkonsequent. Deswegen, wenn du sowas wie Läufer B5 spielst, lieber Kirk, ist es eigentlich auch sehr konsequent, den dann wegzunehmen. Weil wenn ich den nicht wegnehmen will, dann brauche ich auch nicht Läufer B5 spielen. Das ist immer so ein bisschen die Konsequenz, die ich oft, was ich oft sehe bei Anfängern, die hier mal ein bisschen rumziehen und da mal ein bisschen was machen und ähnliches. Und auch meinen Schülern sage ich das immer wieder. Selbst wenn ihr nicht den besten Plan habt, aber es ist besser, einen Plan konsequent zu verfolgen, als alles nur halbherzig zu machen. Läufer E6 deckt den D5, Springer G5. Ja, das ist natürlich jetzt ein herber Einsteller hier von Kirk. Der Springer ist einfach weg. Wir gucken mal auf die Uhr, beide noch genug Zeit. Aber Schwarz sieht es einfach gar nicht. Spielt Springer A5 und jetzt fällt es scheinbar Kirk auch auf. H4 deckt den. H4 ist sicherlich hier eine ganz gute Idee. Bietet auch mal Angriffsoptionen gegen den, wie gesagt, geschwächten König hier. Schwarz tauscht jetzt den Läufer raus. Kann man machen. Jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht. Tendenziell könnte das mal ein Angriffsziel des Weißen werden. Denn der ist auf einer offenen Linie. Da könnte Weiß mal gegen spielen. Sonst, Weiß hat hier keine richtigen Bauernhebel. C4 wird er kaum spielen können. Da ist Schwarz oft genug drauf. F4, F5 sieht auch utopisch aus. Die Dame ist es auch nicht ganz klar, wo die eigentlich hin soll. Auch Schwarz muss sich hier Gedanken machen und sollte sich einfach überlegen, dass diese A6 später mal nicht schwach wird. C6, sicherlich vernünftig, erstmal hier alles abzusichern. G3, ja, ist durchaus möglich, aber jetzt, wie gesagt, sehr konsequent wäre es jetzt einfach direkt auf diesen Bauern zu gehen. Und mit Turm A1. Und wenn er mich Schwarz dazu kommen lässt, möchte ich sowas spielen wie Turm dahin, Dame dahin, Turm dahinter, Verdreifachung und voll auf diesen Bauern. Und zu sagen, hey Schwarz, du hast hier eine Schwäche, gegen die werde ich spielen. Das gibt auch einen Plan. Dann weiß man, was man in den nächsten Zügen tut. Und das ist doch immer sehr schön, wenn man sowas hat in so einer Stellung. G3, H6. Jetzt nimmt er hier, macht durchaus Sinn. Dame G4 greift die schwachen Bauern an. Dame E8 deckt beides. König E2, sehr guter Zug, um hier das Ganze mal ein bisschen solide abzusichern. Hier steht der König sicherlich einfach besser auf G2. H5 und die Dame geht nach vorne. Dame F7 greift den F2 an. Turm E2, sehr gut. Bereitet auch schon mal hier später mal eine Verdoppelung vor. Dame F5. Schwarz möchte hier die Damen tauschen. Kirk macht das auch. Turm nach F5. Und jetzt ist doch die perfekte Chance, um auf diesen A-Bauern zu gehen. Denn jetzt hat Schwarz ein Problem. Nach Turm A1. Schwarz zieht den Turm zurück. Turm A2. Turm A7. Kann ich jetzt noch B4 spielen. Und jetzt ist dieser Bauer für immer schwach. Und Schwarz muss jetzt schauen. Ich komme hier mit meinem König und werde hier noch meine Bauern vorziehen und werde diesen H5 oft genug schwächen. Ich kann jetzt ja im Prinzip mit meinem aktiven König gegen seinen passiven König spielen und diese Türme sind für immer passiv. Die müssen für immer diesen A6 decken und irgendwann, wenn ich das hier weit genug aufgemacht habe, gewinne ich entweder den H5 oder meine Türme können mal rüberschwenken. Das wäre ein Spiel auf ein Tor. Aber zumindest als Idee auf diesen A6 drauf gehen. Kirk spielt jetzt hier F4. Ja, F4 raubt einem auch so ein bisschen Möglichkeiten in so einer Stellung. Vielleicht will man mal lieber F3 und G4 spielen. F4 nimmt einem hier alle Bauernhebel, weil G4 jetzt zwar noch möglich ist, aber dann alle Bauern schwächt. Also hier ist F4 wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. A5, Schwarz zieht hier seine Schwäche vor. Jetzt geht Kirk hier rüber, der Turm geht darüber. Und auch jetzt wäre natürlich immer noch sinnvoll, hier rüber zu gehen. Denn das gewinnt jetzt direkt diesen Bauern hier. Aber das hatte Kirk irgendwie nicht so auf dem Schirm. Schwarz kann ein bisschen Gegenspiel bekommen.
Turm schlägt A5, Turm schlägt A5, B4 und dieses Gegenspiel reicht hier tatsächlich für ein ganz gutes Spiel. Wenn Weiß zum Beispiel nimmt, kriegt Schwarz jetzt hier auch was zurück und das ist jetzt sehr remislich. Stattdessen folgt in der Partie König F3. Der Turm geht hier rüber. Jetzt öffnet Kirk hier. Aber es ist nicht so richtig zu sehen, wie es hier weitergeht. Der König geht nach vorne. Aber wie will denn Weiß hier weiterkommen? Also wirklich, der einzige sinnvolle Plan ist hier eigentlich gegen diesen Bauern zu spielen. Schwarz geht hier rüber. C4 macht jetzt hier nochmal ein bisschen was auf. Schach, der Turm geht zurück. B4. Und das ist jetzt ein Moment, wo eine taktische Chance da ist, lieber Kirk. Fesselung des A-Bauern. Turm schlägt B4, gewinnt hier einfach den B4. Leider nicht gesehen. Turm 1. Jetzt muss man noch ein bisschen sich um diese Bauern kümmern. Der Turm geht zurück. Jetzt fällt tatsächlich der A5. Dafür kriegt Schwarz jetzt einen gefährlichen B-Freibauern. Der geht auch weiter vor und wird gedeckt. Schwarz hat jetzt hier zwar gerade einen Bauern weniger, aber diese aktive, weit vorgerückte Bauer reicht hier für den Ausgleich, weil Weiß sich immer um den kümmern muss und keine großen Optionen selber hat. König G5, Schwarz wird hier aktiv mit seinem Turm, durchaus vernünftig. H5, Schwarz tauscht. Und jetzt macht Schwarz hier aber einen Fehler. Er nimmt hier auf C4. Er sollte einfach diese Stellung so lassen und mit seinem Turm König erstmal hin und her ziehen und abwarten. Weiß hat hier keine großen Möglichkeiten. Stattdessen nimmt er hier. Kirk nimmt jetzt auf B2, Schwarz nimmt hier, Kirk spielt jetzt den. Jetzt die goldene Regel im Turmenspiel, aktiv werden. Turm B7 wäre jetzt sehr, sehr stark gewesen. König F8 und jetzt kann ich hier ran. Ich habe den König hier abgeschnitten, mein König ist aktiv. Ich drohe irgendwann mal hier reinzugehen, diesen Bauern abzuholen und dann habe ich hier einen sehr gefährlichen E-Freibauern. Das ist hier sehr, sehr gefährlich für Schwarz, weil ich so aktiv stehe mit meinen ganzen Figuren. Turm C1, das wird jetzt sehr remislich. Turm schlägt F4, Turm schlägt C6, Turm F5, König G4. Jetzt habe ich einen Turm schon mit einem Bauern weniger, das ist kein Problem. Normalerweise, wenn man die Philidor-Position kennt. Dazu werde ich nochmal ein Video machen. Die Kurzform ist, ich verteidige mich ruhig mit meinem König unten auf der Grundreihe, das ist kein Problem. Stelle meinen Turm auf die dritte Reihe, damit da der gegnerische König nicht auftaucht. Und sobald der gegnerische Bauer die dritte Reihe erreicht, gehe ich mit meinem Turm nach hinten, um von da hinten dann Schachs zu geben gegen den gegnerischen König. Mache ich nochmal ein Video dazu. Ist ein sehr einfaches Verteidigungskonzept und hält einfach Remis gegen einen so einen Bauern. Da Kirk das hier nicht kannte, ziehen erstmal beide hier hin und her. Jetzt bietet er hier den Turmtausch an. Ist richtig, denn das wird ein remises Endspiel. König vor dem Bauern. Schaut euch meine Endspiele-Videos dazu an. Das ist hier einfach Remis, da der König schon direkt vor dem Bauern ist. Schwarz spielt hier noch weiter. König E3. Turm B2 ist einfach ein bisschen passiv. Der Turm sollte vielleicht lieber hier auf der vierten Reihe bleiben. Was soll der auf der zweiten Reihe? Hier verhindert er zumindest, dass der König vorgeht. König geht vor. Und wie gesagt, jetzt kann man hier durchaus diese Position anstreben, dann hat man die Philidor-Position erreicht. Man kann das nicht verhindern, dass der Bauer da weiter vorkommt. Turm E2, der Turm sollte hier nicht unbedingt so nah dran. Ist es oft besser, wenn der Turm da aus der Ferne verteidigt, aber das ist alles kein Problem soweit. Jetzt immer noch nicht. Man sieht, auch Schwarz macht ja noch nicht so viele Fortschritte. Und jetzt spielt Kirk leider den Verlustzug. Ja, an der Stellung. Endspieltechnik. Turm schlägt F3. Bauer schlägt wieder. König F2. Auch das ist Remis. Leider spielt Kirk jetzt hier König F1. Und jetzt kann Schwarz E3 spielen. Und jetzt hat Weiß ein Problem, der Turm ist angegriffen, der kann nicht weg wegen der Fesselung. Er muss hier nehmen und jetzt lande ich in einem verlorenen Endspiel auf einmal. König E1, E2. Ich habe hier die Opposition gewonnen als Schwarzer. Und hier hat Kirk auch aufgegeben.
Das heißt, König F1 stellt hier einfach die Partie ein, einzügig. Statt hier die Türme zu tauschen und das Endspiel zu halten, stellt es Kirk ein. Ja, spannende Partie, lieber Kirk. Vielen Dank. Hier nochmal kurz ein paar Sachen, die ich dir mitgeben möchte. Soweit war das hier alles in Ordnung. F3 war auch in Ordnung. Also, die erste Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist ein bisschen, sei konsequenter. Wenn du hier Läufer B5 spielst, dann knall den auch irgendwann raus. Sonst macht Läufer B5 keinen großen Sinn. Das hier alles sonst logisch weitergespielt. Ja, Springer G5. Pass ein bisschen auf, wo du deine Figuren hinstellst. Ja, das ist, denke ich, ist klar, dass ich dir das hier mitgebe. Was bleibt sonst noch? Ja, du hast ja jetzt gleich den Moment verpasst, auf diesen A2 zu gehen. Das möchte ich dir auch noch mitgeben. Versuch, Schwächen im gegnerischen Lager ausfindig zu machen. Und wenn du eine Schwäche gefunden hast, die du gut angreifen kannst, ist es wichtig, dass du sie angreifen kannst. Eine Schwäche, die du nicht angreifen kannst, die bringt nichts. Aber wenn du eine Schwäche gefunden hast, die du angreifen kannst, dann ist das das perfekte Ziel und bietet dir hier einen Plan. Und der Plan wäre jetzt hier voll auf diesen Bauern zu gehen. Das ist die andere Sache, die ich dir mitgeben möchte. Und am Ende die Endspiele. Schau dir nochmal Tom Endspiel, das Philidor Endspiel an, die Philidor-Position. Bei mir kommt es ein bisschen später. Schau dir das ruhig mal woanders an. Ist lehrreich zu wissen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und euch Spaß gemacht. Lasst ein Abo da. Klickt die Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Macht's gut, euer Schachpanda.